Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Episode der Hunterjagd-Erfolge. Wir sind heute im Te Araroa Nationalpark auf Neuseeland unterwegs und haben es dort mit verschiedensten Tieren zu tun, die allerdings alle nicht über die Stufe 6 hinauslaufen. Man könnte diese Folge also durchaus mit dem Titel Klein aber Oho ausschmücken. Okay, ihr wisst, wie es läuft. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß. Und wenn es euch am Ende gefallen hat und ihr sagt, das war in Ordnung, dann bitte nicht den Klick auf den Daumen nach oben vergessen. Film ab. Hey, da steht ein männliches Tier, oder? Ah, oh. Oh. Bis 100 Kilo, na, das ist eine schöne Größe. Der liegt da ganz tiefenentspannt. Mal gucken, ob wir auf den Hügel da vorne kommen. Das gibt uns eine erhöhte Position für einen guten Abschuss. Ja, ja. Der ist aber noch echt entspannt dafür, dass er... Oh. Ein toller Aufbau. Aber er kommt leider von seinen Wertungszahlen nicht an die Diamantwertung ran. Also wenn, dann gutes Gold. Der sieht echt lecker aus, ja. Vor allem so tiefenentspannt neben der grasenden Dame. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den erwischen. Es sieht so aus, als hätte er sich schon wieder mit seinem ganzen Rücken so nach rechts weggeschwungen. Ob wir den von hier aus gut erwischen. So. Anlegen. 150 Meter sind drinne. Und... Ja. Da bleibst du liegen, ne, Kumpel? Ja, ist auf jeden Fall nicht weit gekommen, der Freund. Ja. Die Goldwertung ist auf jeden Fall mehr als obvious. Kennt man schon an dem schönen Aufbau hier oben. Also das ist schon sehr prachtvoll. Dunkel geflecktes Männchen, Stufe 4, 90 Kilo mit 7 Gramm extra. Gut, das sind eigentlich 70 Gramm, wenn wir mal ganz genau sind. Ne? Aber das ist halt die Wucht von einer 7mm Magnum, ne? Da reicht auch ein Muskeltreffer bei einem Vierertier, damit das umkippt. Ich würde aber mal behaupten, der war besser. Hauptsache Schinken. Hallöchen, mein Freund. Ne, dich haben wir diesmal wohl besser erwischt, oder? Oh ja, das war auf 141 Meter mit einer 150er Nullung. Definitiv mal ein brutaler Lungenflügeltreffer. Ein Stück weiter vorne und ich hätte den Halswirbel noch gekillt. Brustwirbel ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber Lungenflügel passt. Ich würde sagen, hier können wir mal wortwörtlich die Sache auf uns zukommen lassen. Oh, das ist sogar ein großer. Bleib am besten einfach liegen, Kumpel. Der sah gut aus. Hm. Hallo? Na, wo wollen Sie denn so eilig hin, junge Frau oder junger Herr? Ich weiß gar nicht. Hey! Lieg nochmal hoch, ich hab's nicht gesehen. Ja, danke. Ja, der ist... Na, also... Den letzten Treffer habe ich hier zumindest gesehen. Ich glaube, da habe ich den Fuß weggeholt. Ratatzong, ratatzong. Ah, dann gucken wir uns den kleinen Geflügel-Hannes hier mal an. Also es müsste ein Weibchen sein. Der Call war eben weiblich. Sei denn, da waren mehrere. Ja, das würde passen. Ich habe sogar zwei Treffer gelandet. Erst an dem Flügel oben und dann nochmal am Flügel. Das war der letzte Schuss. Ja, ist in Ordnung. Aber der große Schinken liegt hier vorne. Und ich finde den farblich auch ganz schön. Der ist so dunkel tatsächlich. Schwarz-Gold, ne? Ja? Also das sieht schon fast ein bisschen, wenn man sich den mal so genau anschaut, dieser Razorback, der sieht schon fast ein bisschen aus wie ein normales Wildschwein. Käme ich kaum auf eine andere Vermutung, wenn ich das hier so sehe. Schönes Tier auf jeden Fall.
Wenn man so ein bisschen Fantasie mitbringt, könnte es auch fast wie ein Wolfsgesicht aussehen, ne? So gerade vorne mit Ohr und Zahn und Auge, die Kombination hat so ein bisschen was von einem Wolf. Vielleicht übergewichtiger Wolf, aber ansonsten. Schönes Tier. Angeblich soll das braun sein. Also ich weiß, ich habe eine Farbsehschwäche, aber ich glaube, so schlecht ist sie jetzt auch nicht. Hat auf jeden Fall die Lungenflügel beide durchschlagen. Naja. Allerdings muss man auch sagen, schade ist es, weil der war von den Wertungszahlen ganz gut eigentlich. Ich hatte jetzt schon Gold mir erhofft. Aber gut. Trollololololol. Das stimmt. Hey Kumpel, lässt mich mal. Ja. Ah, guck mal, was da hinten steht. Das könnte unserer sein. 300 Meter. Das wird wohl unserer. Obwohl, warte mal. Nee, ist es gar nicht. Das ist ein anderer. Haha. Noch besser. Oder? Moment. Zur Sicherheit. Ich glaube, ich habe noch ein zweites Tier angeschaut. Nee, ist ein anderes tatsächlich. Cool. Oh. Schicken zurück vielleicht nochmal. Ich gehe auf 300 Meter. Schon mal zumindest einen da hinten. So. Holen wir uns noch den anderen Kandidaten. Der dürfte jetzt wahrscheinlich aufgesprungen sein. Oh, da hinten läuft was. Da laufen mehr. Aha, zwei große bis 100. Gut zu wissen. Vielleicht kriegen wir den erwischt. Oh, der war gut. Ich habe vorgezogen. Aber der sah nicht schlecht aus, der Schuss. Nice. Das macht Laune. Da oben kommen die Ladies schon wieder. Kommt ein ganzer. Oh ja, da oben ist er. Hier ist ein kleiner, bis 82. Aber trotzdem mal uns holen. Auch direkt liegen geblieben. Okay. Dann haben wir jetzt drei Stück zum Abholen. Wie vermutet, Silber hat aber auch direkt das Herz getroffen. Da war nichts mit Leiden. So, diesen haben wir auf 300 Meter in der Bewegung, in der Laufbewegung getroffen. Da bin ich jetzt besonders gespannt, wie der Schuss war. Das war ein Lebertreffer, da haben wir Schwein gehabt. Ich habe schon vor ihn gezogen, aber dadurch, dass er in der Bewegung war, ist er nochmal um eine halbe Körperlänge nach hinten gerutscht. Glücklicherweise die Leber, ansonsten hätten wir hier Abzüge kassiert. Aber eine super Goldwertung auf jeden Fall. 9 Punkte ist er drüber. Grazil steht da. Läuft. Und der letzte in der Runde, der liegt da hinten drüber. Ich sehe ihn zumindest schon durchs Fernglas. Gucken wir uns das nochmal an. Da nun haben wir den zweiten bis 100 Kilo. Auch das eine Goldwertung, allerdings eine sehr knappe. Das heißt, der zweite, den wir eben aufgehoben haben, war mit der beste. Was haben wir hier noch? Dammhirschlosung. Oh, bis 100 Kilo? Schon wieder? Mach ich doch mal langsam. Wir wissen ja nun nicht, was das für eine Größe oder wie alt die Spur ist. Hier steht zwar sehr alt, aber wenn der da vorne Trinkstellen hat, dann bringt mir die Info überhaupt nichts. Okay, super. Jetzt nur noch die Augen offen halten. Kann sein, dass der hier gleich direkt vor uns auftaucht. Wäre ja nicht ganz abwegig. Oh ne, warte mal. Korrektur hinlegen. Da sind drei männliche Tiere. Das könnte eventuell eins unseren sein. Das können wir relativ leicht rausfinden, indem wir ein größeres dahinter, glaube ich. Ne, ist nicht unsere Spur.
Gehört weder zu der einen noch zu der anderen Spur tatsächlich. Also wir haben mal wieder ein gesondertes Männchen bis 100 Kilo da drüben mit beistehen. Aber es gehört nicht zu der Spur, die wir hier haben. Das ist wieder mal sehr schön. So, jetzt machen die Enten da eine Bruchlandung. Man sieht hier aber auch, der ist eher linksseitig weggegangen. Das heißt, wenn, dann haben wir ihn hier eventuell gleich noch vor uns. Ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht verjagen. Was gehört? Ich habe ja was in unmittelbarer Nähe vor mir und ich weiß nicht, ob es eine Ente ist oder unser Tier. Seht ihr, jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt mache ich wieder ein bisschen mehr Krach. Bin ja mal gespannt, was wir hier vorne gleich finden. Auf jeden Fall jetzt schon mal eine tolle Aussicht nach da hinten rüber. Oh, ich sehe ihn. Da, guck mal. Ich sag ja, da ist was. Hab ich's euch gesagt? Das sind 30 Meter, Junge. Das ist direkt vor uns. Was für ein schöner Anblick. Boah, ist das schön. Stand direkt vor uns. Wow. Hat sich gelohnt, dass wir ruhig rangegangen sind. Oft genug schon gehabt, dass ich dann ein bisschen schneller unterwegs war. Auf einmal rannte das Tier weg. Ja, sehr schöne. Sehr schöne, stabile Goldwertung. Tolles Tier. Sieht gut aus. Könnten Bauten sein. Ja, hier sind Hasen. Tatsächlich. Schöne Häschen. Der macht einen Kopfsprung in den Bau, wie es aussieht. Sehr interessant. Oh, Okay, was war denn das für ein Move? Das sah sehr interessant aus. Oh mein Gott, der hat eine 251er Wertung. Das ist die, auf der Diamanten bauen. Oh, und der Aufbau sieht sehr schön aus. Mein Problem ist nur der Geruch. Der hat sich gerade wieder mal genau in seine Richtung ausgebreitet. Da ist er. Boah. Der hat in der minimalen Wertung das, was unserer vorhin hatte. Es ist krass. Eine richtig tolle Figur. Das ist er doch nicht, oder? Der eben sah doch ganz anders aus. Ah. Okay, da sind nochmal eine ganze Menge mehr. Jetzt wird's langsam interessant. Der Große muss hier irgendwo noch sein. Das ganz große Problem ist, ich weiß leider nicht wo. Da ist er. Wieso habe ich den eben nicht gesehen? Ist er erst da hingekommen oder was? Das ist ja verrückt. Jetzt liegt er da auf einmal. Cool. Also ich rutsch mal auf 50 Meter noch ran. Wind könnte gerade so gut gehen. Ach, er liegt instant im Knall. Wie schön. Ich hoffe, der Kopf ist in dem Moment nicht rübergeschlingert, als ich den Schuss gesetzt habe. Gott, was haben wir jetzt hier getan? Wir haben ihn gut getroffen. Was? Tatsache, wir haben, als der Kopf unten war, haben wir den Lungenflügel erwischt. Ist nicht dein Ernst. Also, das ist ein netter Zusatz, ehrlich. Der erste war Darm, das war Kacke, ne? Wortwörtlich. Aber der zweite, der... Oh, schön. Im Laufen? Schöner Zusatztreffer. Freut mich.
Den holen wir uns jetzt als nächstes. Oh, wie cool. Ich bin happy. Es war ein Doppel-Hintereinander-Abschuss und der war auch noch okay. Ich habe wirklich gedacht, bei dem zweiten fange ich an zu schludern, aber der war voll okay. Beruhigend. So, da oben kommt schon wieder einer lang. Ich lasse ich auch nicht außer Acht. Ja, nehmen wir auch noch mit. Schönes Gefühl, wenn das klappt, wie soll. Ja, kommen Sie mal her. Nochmal Gold. Sehr schön. Das waren jetzt, ohne dass ich es geplant habe, schon wieder zwei Goldmännchen. Das dritte sollte jetzt hier gleich kommen. Oh, auch vor einer tollen Kulisse eigentlich so, ne? Hat aber lange Hinterbeine. Junge, 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 könnt ihr noch als Model ausgehen. 217er Wertung. Und der Aufbau. Ein tolles Tier. Ein richtig tolles, tolles Tier. Spontan entdeckt, spontan auf Distanz erkannt und dann spontan geschossen. Hey, da kommt ja noch einer auf mich zu. Luxus. Ah, jetzt wirst du aber ruhig, hm? Man will bald den Schuss setzen. Da klappst du ab wie ein Klappstuhl. Treffer ging auf Lungenflügel, tatsächlich. Ja. Schulterblatt, Muskel, Lungenflügel. Und zwar der linke. Mhm. Mhm. Gut. Das ist dein Ernst? Ich hab mir ja nichts dabei gedacht, als der da oben rumlag, aber wo ist denn der jetzt schon wieder? Da. Das ist eine Herausforderung tatsächlich. Wie weit ist das? Moment. 153 Meter. Geht, möglicherweise. Könnte interessant werden. Liegen geblieben. Schön. An Ort und Stelle. 360 Meter. Ein schöner Schuss. So richtig schön auf Halswirbel. Auf 364 Meter. Einfach mal so. Warum nicht? So ungefähr lag er zu mir. Krass. Kleinen Stinker, da ist einer. Da ist auch einer. Oh, der sieht sogar ganz gut aus. Den holen wir uns. Achtung, kleiner Stinker, du fliegst jetzt. 3, 2, 1. Genau. Bis zum Mond. Da liegt er schon. Oh, der war golden. Oh, da hat nicht mehr viel gefehlt bis Diamant. Oh, hey. 2,33. Das waren 0,09 Punkte nur noch. Dann wäre der hier Diamant gewesen. Krass. Ganz schön groß, der Kleine. Huh? Wahnsinn. Netter Zwischenstopp. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich da jetzt sowas Tolles ziehe. Aber gerne. Müssen wir auf 150 Meter gehen, ein bisschen höher zielen und dann können wir den mitnehmen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Oh, siehst du mal. Bleib sitzen, Jung. Bleib sitzen. Den holen wir uns gleich ab, nachdem wir die Aufgabe erledigt haben. Oh ja, da hinten ist ein schöner. 150 Meter. Müssten wir, wenn wir gut treffen, genau durchkommen.
Yes. Yes, doppelt. Dreifach. Ah, dann fliegt noch mal los, Kinder. Euch habe ich alle einmal erwischt. So, das ist der Große hier. Mach mal ein Foto vorsorglich. Sieht ganz schön aus. Ah, war wieder Gold. War wieder Gold. Schöner. Schön. Ja. Ja, Goldwertung. Aber hellbraun. Nicht leuzistisch. Auch nicht albinistisch. Nein, hellbraun. Weil, da, Gefieder hellbraun. Ist leider immer etwas schwer zu erkennen auf die Distanz. Aber im Zweifel nehmen wir ein paar mehr mit. Der war gerade im, ich weiß nicht, im Sitzen, im Abflug. Ich weiß nicht. I. So, warte mal, hier gab es noch einen Anschuss. Hm, auch hellbraun, siehst du mal. Noch gerade noch so drüber geschossen über das Tier. Ei, sehr schön. Na, wo willst du denn hin? Hey du. Na, wer bist du noch? Bronze. Ein ganz kleines Weibchen, aber präsent. Ja, einfach, aber wirkungsvoll, ne? Und schön aufgebauscht. Bronzewertung. Kriege ich jetzt wieder was zu essen? Ja, komm mal her, du. Manchmal fliegen die ja glücklicherweise über mich. Ich habe zwar das Gefühl, das ist diesmal nicht der Fall. Aber falls doch, bin ich vorbereitet. Komm doch endlich her. Geht doch. War schüchtern, ne? Huh? Man hat aber auch beim zweiten Schuss richtig gehört, wie der eingeschlagen ist. Oh, wieder ein gutes Gold tatsächlich. Ja, der zweite Schuss, der ging irgendwie durchs Bein. Okay, auch nicht schlecht. Naja. Wie gesagt, schöner Brummer. Nehmen wir mit. Spontan, wie immer. Hallöchen. Na, du stehst ja passend. Ich kann einfach nicht widerstehen. Da stehen auch noch. Ach, schau mal an. Ein mythischer Rottisch, der sogar ein bisschen über Diamantenmodus hätte. Nicht der, den wir hatten, aber einer von der Sorte, den wir haben wollen würden. Müsste von hier aus eigentlich auch klappen. Der hat gesessen. Der hat schön gesessen. Der hat schön gesessen. Ich habe meine Zweifel, ob er sich hätte anlocken lassen. Aber vom Winkel hat's gepasst, denke ich. Oh, da haben wir den schönen. Boah, ich liebe das, wenn die oben so richtig wie so Morgensterne auf der Gabel haben. Das sieht echt toll aus. Auf jeden Fall erstmal ein Foto von.
Es hat schon was Erhabenes so vor dem Waldhintergrund. Gucken wir mal rein. Ja, ist eine Goldwertung. Aber hatte doch noch deutlich Abstand zu Diamant. Trotzdem, das ist ein mythischer Rothirsch auf... Wo sind wir? Neuseeland? Finde es auch cool, wenn man mal ehrlich ist. Schau mal hier unten, diese Krone da dran noch. Diese Spitzen hier vorne. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt die sonst normalerweise sind, aber das hat schon was. Sieht schon echt stark aus. Solides Gold auf jeden Fall. Solides Gold. Schöne Sache. Warte mal, da hinten sind Enten. Ich muss mal eben... Vielleicht können wir uns gleich noch eine Ente abschießen. So zum Abendessen, ihr wisst, was ich meine, ne? Da stehen ein paar davon. Oh, bis 18. Die letzte ist interessant. Knappe 100 Meter. Versuchen wir mal unser Glück. Drei Stück müssten es sein, die wir erwischt haben. Jo, da haben wir ein braun-hybrides Weibchen. Schön aus, ich mag die Optik. Wir haben sogar auf Lungenflügel getroffen, na guck mal an. Verrückt. Was mich mehr interessiert, ist das Männchen, das müsste Gold sein. Ja, das ist ein gutes Gold. Schön, schwarz-braun. Auf den Lendenwirbel haben wir getroffen. Coole Sache. Ah, ich sehe es schon im Wasser. Da treibt es gerade heran. Oder ist liegen geblieben, besser gesagt. Ach, schau mal an. Aber erstmal die Ente hier. So, da haben wir ein silbernes Männchen. Der war einfach nur ein bisschen klein, deswegen ist auch nur Silber. Ja, und im Flug, ne? Im Flug den Bürzel gestriffen. Da würde ich auch erstmal liegen bleiben. Dann machen wir jetzt noch den Großen klar. Zack. Der wird auch fallen. Sehr schön. Freue ich mich. So, mein Freund. Du hast hier dankenswerterweise direkt auf mich gewartet. Deswegen hole ich dich jetzt auch ab. Auch schöner Aufbau. Ich mag diese. Je größer das Geweih, desto cooler finde ich das immer. Auch ein gutes Gold mit 194er Wertung. Boah. Guckt euch diese brachiale Schaufel da vorne an. Heftig. Wenn ihr dir das als Hände so vorstellst, dann hast du das Gefühl, du bist in irgendeinem Grusel-Albtraum-Film irgendwo mitten im Wald. Die Wurzeln schlagen nach dir aus. Echt tolles Tier. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll, was hier so teilweise auf Neuseeland unterwegs ist an Tieren. Das waren die Hunter-Jagd-Erfolge für diese Session. Es waren mal wieder einige interessante Abschüsse dabei. Welcher davon hat euch eigentlich am besten gefallen? Schreibt's mir doch gerne mal in die Kommentare. Hattet ihr Spaß? Dann den Daumen nach oben nicht vergessen. Ich freue mich, euch auch in der nächsten Folge wieder spannende Abschüsse präsentieren zu können. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.